Weiter geht's mit Donkey Kong Country. Da waren wir doch schon. Honey Kong, den habe ich ja noch nicht gesehen. Speichern wir halt nochmal, weißer Schäfer. So. Pass auf! Kennst du den ersten Endgegner? Weißt du nur? Müsstest du eigentlich nur kennen? Mach mal, start mal. Hey, ein Flachschwanzbiber. Hey, du mit der Bruder. Stirb. Hast du gesehen? Skill, Skill. Der für euch die krass Banane kriegt. 3 zu 3. Monkey Mines, jetzt wird's los. Jetzt kommt, gleich kommen Monkey die Mines. Guten. Gleich kommen die Guten. Den Bullshit noch und dann geht's auf. So. Oh, nö. Ich glaube, soweit haben wir das letzte Mal gezockt, oder? Ich war weiter wie du, ja. Wir sind in der zweiten Welt. Eigentlich. Die ersten Level sind recht gut. Später dann kommt ein Level, das wird wegen scheiße werden, da werden wir ein paar Anläufe brauchen, aber jetzt die nächsten Levels, der müsste eigentlich einigermaßen flutschen. Hey. Flutschen? Voila. Lauter Flachschwanzbiber, was ist denn los halt? Bonus Time. Ha 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 ha, ist gone. Hast du eigentlich gewusst, dass vor frischen, vor der Eibefruchtung her, jetzt alles außerhalb funktioniert? Bonus-Time. Was ist mit Fröschen? Soll ich das schnell machen? Flieg einfach ans Ende. Immer weiter. Hoch. Schnell. Ja, einfach weiter. Einfach weiter. Hoch. Spring einfach einmal. Genau. Und jetzt fliegst du ans andere Ende. Wir haben da nicht so viel Zeit, wenn wir das Bonus-Ding holen. So, und jetzt an andere Seite. So, und jetzt Affi, ganz Affi. So, Affi springen und dann nochmal noch springen. Genau, und jetzt Ivi. Das ist das große Tier. Und dann kriegen wir 100 Gold geschrieben, glaube ich, nochmal. Oh, sogar noch mehr. Und jetzt schau, dass du zurückgehst und noch ein paar holst. Dann kriegen wir jetzt, ich weiß jetzt nicht, weil die Abrechnung dann läuft. Ich glaube, da braucht man immer mehr. Aber 3 Leben kriegen wir auf jeden Fall. Hier ist es nicht schön. Ein Strauß mit Turnschuhen. Glaubst du, wenn man mit alles mit so einem Kopf über durchschauen kann? 16 Leben, lies mir nicht mal fortschrittlich. Ultimate Skill. Hey, die sind schon neidisch, der Flachschwanzbiebe. Flachschwanzbiebe. Wie fand ihr denn was anderes sagen? Keine Ahnung. Wow. Der Frogger ist weg. Wenn man so Buchstaben und die zusätzliche Banane haben wir geholt, jetzt ist eigentlich wurscht. Er war halt nur von Vorteil gewesen, ne? Hätten wir uns leichter da oder her. Der ist schon verspielt, er das wieder. Ja, ja, Trash. Bin eh schon durch. Ja. Oh, durch. Knapp. So, Exit durch. Das mit dem durch, das kann man jetzt auch wieder anders definieren. 4 zu 3. 4 zu 3. Das werden wir dann schon noch sehen. Warten auf, wenn dann die Highskill-Level kommen. Da trumpft dann ich auf. Beziehungsweise. Am spannendsten wird es ja dann, wenn wir den Endboss fertig machen. Oh, nö. Das wird lustig. Uiuiui, das ist ja mein Lieblingslevel. Der gefällt mir bei Sau. Der kann man eigentlich die ganze Zeit sagen. Nein, können wir nicht. Ja, muss mir meinen Spaß verderben? Immer der Pessimismus. Alles ist möglich. Ja, ich lebe meinen Traum, falls du es nicht weißt. Welchen denn? Wenn ich gefunden habe, sowas da. Alter, nicht einmal schlecht. Hey, gut, hat jetzt die Banane mitgenommen. Ach, die Banane brauchen wir nicht. Ja, schon zwei Haifisch. Ach, die Hälfte. Oh, verdammt. Ja, schau her. Geht schon los. Jetzt mach's besser. Ich hoff's. I tried! Drei? So. Zum Geleck ist das gar nicht so einfach. Ach, wo leckt denn das? Gar nicht. Mutter legt. Eier. Ja. Du musst es ja wissen, ne? Nein! Leck mir nicht ab, das ist unfair. Nope.
Druki. Damn Legs. Ja, Freddy, ob die jetzt am Leck liegen. Schauen wir mal. Schau, wie die Banane bist verfallen. Bam, Alter. Bam. Verdammt, die Banane war ja vorher mitten, gell? So muss er. Wenn es dann dabei ist, der wo ich kannte, dann war das Level beim ersten Mal schon gewonnen. Tja, leider kann es keiner. Ja, gell? Weil leider keiner Skill hat. Kock. Kock. So, zack. Hätte ich fast vorwärts genauso wie rückwärts. Kock. Ich lenk mich nicht ab, ich bin da hoch konzentriert. Ja, ich merk schon. Schon wieder spielt das Level durch und er macht... Nein! Ich bin genervt. Kurz vorm Schluss verbockt. Ich wollte ja nicht, dass ich wieder das Level gewinne. Sonst heißt's... Du hast aber die tolle Level gewonnen, weil ich vorher gefragt bin. Ich hab's Handy in meiner Vagina. Na, der Vater hat einen Schorschlick drin gehabt, gell? Ja, schau her! Ich wusste, dass er verboxt ist, deswegen hol ich dir mal zurück, weil mit deinen Buchstaben holen. Das war alles Taktik, ich weiß schon. Oh, das Gelege ist echt grausam. Du, dein Gesicht ist grausam. So, und diesmal springst du nicht daneben, einfach. Lalalala. Aber ich schaff das nicht. Wind sie doch mal an, der schlimmste Teil ist vorbei. Langsam ist nicht mehr lustig. Na doch. Das Schlimmste ist vorbei, bist du neidisch? Zwei Stück kommen noch. Da haben wir bloß ETF. ETF. Tja, 5 zu 3. Richtig. Bouncy Bonanza. Das ist jetzt das scheiß Level von dem. Nein, doch noch nicht. Kommt später. Jürg. Ich sehe schon, ich bin da mit 200 zu 2 abgeschlagen. Zum Schluss dann. Oh mei. Kannst du wenigstens nur das Anfängerglück verbuchen. Ach, nix Anfängerglück. Also das Ziel vom Spiel ist zwar nicht alle Gegner zu besiegen, sondern das Level durchzuschaffen, gell? Echt? Ja. Kann man das nicht vorher noch sagen? So oder halt. Weißt du, hast mir ja vorhin nicht gefragt. Achso. Bodenlose Frechheit. Ach. Weißt du, was am meisten stinkt? Was denn? Dass ich Hunger hab. Tja. Hättest du mal was gegessen? Könnte ein paar Bananen essen. Also Bananen hätten wir noch. Genügend. Aber mit Bits und Bytes komme ich nicht weit. Mit Einsen und Nullen. Yeah. Ja. Ich konnte schon sagen, wer die Null ist. Du? Ja, nimm den Reifen mit. Links. Reifen. Dann nicht hochschmeißen oder geht's? Nein, geht nicht. Das geht erst ab 2. Oh. Im Einser geht das nicht. Im Einser musst du selber schauen, weil du hier kommst. Voll lame. Nix lame. Da hat man noch ein bisschen Kreativität sein, nimm den mit. Und da die dann auf der Plattform auf. Bleib da. Geh nochmal zurück, der kommt wieder. Nein, doch nicht. Und jetzt? Einfach weitergehen. Den brauchen wir nicht unbedingt, den haben wir noch den Bonusabteil gehen können und unser Leben holen können. Aber nein, wenn du das verbockst, was soll das dazu? Scheiß auf Bonus. Einfach da einspringen. Wo ich springe? Ja, da rechts ans Vent, an die Vent, da. Zum Durchgang. Na okay, dann warte mal, du kannst unten weiter, geh unten. Runter. Jetzt meist bin ich nicht. Ich glaube, du kannst da drunter, gell. Warte mal. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Eigentlich müsste es da. Geht ab, der Große. Na schwer, hat doch recht gehabt. Nimm den Drink. Nein, brauchen wir nicht. Mach gleich weiter. Leck. Monster Leck. Jetzt drüben mal einen gescheiten PC kaufen können. Da oben rauf, können wir den Frosch. Können wir den Frosch? Warte mal, wir waren vorhin bei der Befruchtung, oder? Von Froscheiern. Ja, genau. Geht da wieder nein, das Lächeln. Es funktioniert alles extern. Das muss man feststellen, die schnallen sich da 2 Wochen hinten am Rücken drauf vom Weibchen und warten, bis die Eier rauskommen und damit angespritzt. Das war mir zu doof.
Stell mal vor, du musst die zwei Wochen lang auf der Wahl jetzt hinten Affi schnallen und wenn du das Baby ausdrücken musst, dann musst du da mal mitspritzen. Das ist doch scheiße. Das ist voll langweilig. Ja, da. Toll, drei Bananen. Super. Ich sollte mit meinem Cursor, dass ich das beim anspruchsvollen Level nicht mehr rentiert, jede Banane zu holen. Hoppala. Beziehungsweise daneben zu springen. Wollte mal was gesagt haben. Ich will ja bloß, dass du wieder aufholst. Nee, ich glaube doch nicht so schön. Ja, damit den Zuschauern den Bonus-Teil zeigen können. Ja. Interessiert zwar sowieso, ob das versaust. Es interessiert zwar sowieso kein Schwein, aber im Endeffekt. Ja, da war nämlich die nächste Buchstabe gewesen, ne? Ja. Ich mach nicht mehr Buchstabensüppchen. Gut, dass du einen Cold hast. Ja, schon ja Bäm, Alter. So, und jetzt krieg ich auch noch einen Frosch. Mhm. Der externe Frosch. Aber glaubst du, größer wie das? Ich glaub, das ist ein Weibchen. Übergesprungen, so ein Bullshit. Aber eigentlich ist der Frosch, das ist so von Steuerung her, nervt eigentlich. Wenn sie schön ist, dann kannst du mit denen die Biene wegschmeißen. Gut zu wissen. Deswegen hat es mich nämlich gerade runtergehauen. Hätte auch mal Franken in der Tüte. Vor allem müsstest du das wissen, aus dem zweiten Wort das genauso mit die Biene. Da hat es wohl keinen Frosch gegeben. Ja, aber die Schlange dafür. Die Schlange. Ich habe einen kringelnden Schwanz gehabt. Miau! Ja, schön, man braucht niemals einen Reifen mitnehmen, man kommt überall ein. Das war jetzt Dusel. Was? Dass du nicht gleich wieder runtergefahren bist. Hey, ich kenn mich da aus. Das ist das beschissene Level. Stop and go. Ich glaube, das wird erst mal sammeln, wo man cheaten will. Cheaten? Weil der Feiger, wenn das Licht grün wird, fangen das Rennen an. Also, momentan ist es noch recht entspannt, aber zum Schluss wird es echt gemein. Au. Da müssen wir echt schnell sein, dann sparen. Vor allem das ist jetzt wirklich nur der Anfang. Das ist jetzt nur wirklich easy so einmal. Weißt du, wer mir die Dinger da holt? Nein! Ja, so. Das wollte jetzt eigentlich ein bisschen professioneller machen. Das ist der Vorführeffekt. Ja. Schön. Jetzt bin ich mal gespannt, wer du kommst. Tot. Na, bei dem Level ist es zum Kotzen. Ja, man also kann, ich komme auch nicht viel weiter. Man kann es mit Gewalt verbocken. Man kann sich überlegen, ob man die ganzen Teile da nicht rausschneidet, wo wir verbockt haben. Nö, kann man nicht. Alles uncut. Aber dein Gesicht immer schon zensieren, oder? Wird eh nicht angezeigt. Ja, haben wir ein Glück. Können wir echt vom Glück reden, dass du nicht dabei bist. Ey, ich stink bloß, gell? Mein Gesicht kann man schon anschauen. Also, bist du offiziell der Hässliche. Und du der Ekelhaft. Scheiße. Aber das kann man ja auf Gesicht beziehen. Scheiß Gedanke, das geht mir tierisch gegen einen Strich. Man muss ihn nicht mit Quad probieren. Erstens haben doch die erste UI geholt, gell? Schauen wir dann gleich mal nach, was die Lags da sollen. Ne, das machen wir dann auf jeden Fall, bevor wir den nächsten Part aufnehmen. Mal schauen, ob wir das wegkriegen. Weil das nervt echt beim Zucken. Hey, dass der aufgefallen ist. Ja, schwer. Highskilled, Mann. Lowskill. Oh, das war aber mehr als du. Oh
So, jetzt verbox's nicht. No. Jetzt, wenn's Klick auskommst, Affi. Nicht okay, okay. Der Reifen ist jetzt weg. Also das heißt, da ist schon durchgekommen, Kinder. Nein, hätte ich nicht. Weil jetzt sind wir von der Aufnahmezeit ja schon. Herr Deslo. 20 Sekunden. Ich würde sagen, du stellst dich da vorne jetzt irgendwo hin. Tada. Und drückst Pause. Okay, und wir sehen uns dann im nächsten Part. Also, ciao Leute.